Hallo und Weidmannsheil und herzlich willkommen zur nächsten Ausrüstungsepisode auf Paragier. Neben mir Sven Reinl, Jäger, Jagdpächter und leidenschaftlicher Messersammler. Ja, Alex. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. So, und wie man vielleicht an der Vorstellung schon erahnen könnte, könnt ihr euch vielleicht denken, worum es gehen könnte. In unserem schönen Paraeimer habe ich nämlich heute zwei Messer dabei. Und zwar einmal das Puma IP Montero. Und einmal das Puma EP Roca. Puma gehört ja zu den etablierten Marken in Deutschland mittlerweile seit über 250 Jahren schon am Markt. Und ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Legende. Aber Sven, ich glaube, du kannst bestätigen, gerade wenn es um das Thema Jagdmesser geht, ich meine, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Das ist richtig, Alex. Also es bewegt sich im Spektrum von 10 Euro bis hoch zu einigen 1000 Euro. Aber das ist ja übertrieben für den normalen Jäger. Ich würde mal sagen, in dieser Preisklasse bewegt man sich eigentlich in einer guten Linie. Ja, deswegen, das ist auch so eine Sache. Ich habe ja auch selber, wir sammeln ja auch selber Messer, also wie gesagt, ich gehöre auch dazu. Puma, also meine Puma Made in Germany, die nehme ich ganz ungern mit auf die Jagd, aber die Puma IPs, also so dieses Gebrauchsmesser, so für die Jagd. Aber wie gesagt, da fragt man sich natürlich auch immer, taugen die was, taugen die nichts? Und wie ihr vielleicht jetzt hier schon am Setting erkennen könnt, wollen wir nicht nur euch diese beiden Messer einfach mal vorstellen, wofür man sie benutzen kann, sondern wir wollen natürlich auch ein Stück strecken und euch zeigen, ob man mit diesen Messern aus der günstigen Variante, aus dem Mittelpreissegment auch etwas anfangen kann. So sieht's aus, aber ich denke schon. Also das macht schon einen relativ guten Eindruck, was du da mitgebracht hast. Ich denke, das könnte hinhauen. Na dann würde ich doch mal sagen, dann auf geht's. Auf geht's. Weidmannsheil. Weidmannsdank. So Sven, wie gesagt, Alex. Nochmal viel Weidmannsheil zum Jährling. Weidmannsdank. Ja, hat ja super gepasst. Wie gesagt, schöne Bedingungen, auch leichter Regen, also langgesessen haben wir nicht. So, jetzt kommen wir natürlich dann zu dem Messer. Ja. Zu dem Puma IP Montero. Was wir natürlich jetzt auch ein bisschen benutzen wollen, beziehungsweise eben auch dann für die rote Arbeit. So was mir natürlich jetzt auffällt, wie gesagt, das ist Funkelnagel neu aus der, quasi auch schon aus der Verpackung heraus. Noch original mit Aufkleber. Ja, hier wird ja auch immer dann bei Puma wird hier immer dann auch die Rockwellstärke getestet. Was mir nur auffällt, ist halt gerade hier so die Griffschalen. Wie gesagt, alles was so diese technischen Daten angeht, hier welcher Stahl, Klingenstärke etc., das könnt ihr hier unten unter dem Video lesen. Was ich mich halt dann immer wieder frage, ist halt, wir haben hier sehr, poröses, trockenes Holz. Also gerade jetzt hier, wenn es anfängt zu regnen, meinst du, man sollte da vielleicht nochmal drüber gehen, was weiß ich, mit einem Schaftöl oder sonst etwas, einfach um die Oberfläche ein bisschen zu versiegeln? Ja, ich würde da entweder Schaftöl nehmen oder eventuell sogar eine Beize, weil das Holz ist ja so ungeschützt, das würde ja dann früher oder später jede Art von Dreck aufnehmen. Und dann sieht es ja irgendwann auch nicht mehr so toll aus. Ja. Also ich würde da schon irgendwas machen, das ist ja auch kein großer Akt. Ja gut, wie gesagt, Klingenrücken ist relativ stabil bzw. relativ breit. Schärfe ist in Ordnung. Schärfe ist in Ordnung. Also wie gesagt, wir reden halt hier von einem Messer aus der mittelpreisigen Kategorie. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, Sven, wie gesagt, jetzt gleich nur die Handschuhe an und dann schauen wir mal, was es kann. Ja, gucken wir mal, was es kann, genau. So sieht's aus. Auf geht's.
Es tut seine Arbeit. So, Sven. Ja, Alex. Erster praktischer Einsatz des Puma EP Montero, live und in Farbe. Dein Eindruck, dein Ratschlag, deine Kritik? Also, ich bin mit dem Griff eigentlich hochauf zufrieden. Das Jimping hier hinten ist auch nicht zu aggressiv. Die Geometrie der Klinge ist auch ausgezeichnet geeignet. Ich denke mal, bis hoch zum Stück Rotwild wird man mit dem Messer eigentlich alles versorgen können. Die Scheide an sich ist in Ordnung, aber es müsste eigentlich auch wahlweise für Rechts- und Linkshänder eine Scheide geben, wie man das Messer dann halt tragen möchte. Die Griffschalen könnten versiegelt sein, muss man jetzt nicht, wenn man darauf jetzt ansonsten keinen Wert legt, aber kann man auch selber machen, das ist jetzt kein Akt. Schnitthaltigkeit nach einem Stück Rehwild kann ich jetzt dazu noch nichts sagen, aber es hat einen guten Eindruck gemacht und Preis-Leistung ist in Ordnung, würde ich sagen. Ja, deswegen. Und das Interessante ist, wir fahren ja jetzt noch mal ein Stückchen weiter, weil, wenn ihr euch noch erinnert, wir haben ja noch ein Messerchen dabei, beziehungsweise ein Puma EP, und zwar das Rohkamm, wofür man das am besten benutzen kann. Das zeigen wir euch gleich. Genau. So, kleiner Ortswechsel. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht ganz fertig, weil wir werden natürlich jetzt auch direkt weiter ans Zerlegen gehen. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt noch ein zweites Messer, das wir dabei haben. Und das ist das hier. Das ist das Roka. Wie gesagt, ich stecke mir dazu natürlich dann auch immer so zum Aufbrechen. Gut, da ist das Montero natürlich besser. Ich stelle mir dann immer vor, man steht vor so einem 120 Kilo Bassen mit, naja, Zahnstocher. Eben genau das. Aber eben auch diese Messer haben eben eine Daseinsberechtigung. Und Sven, du kannst uns vielleicht mal kurz sagen und vielleicht auch dann gleich zeigen, wofür man eben genau so ein kleines Messer auch von der Geometrie her am besten gebrauchen kann. Ja, Alex. Also, das nennt man Skinner oder auf Deutsch Hamburger, das werden die wenigsten Leute wissen. Diese halb geschweifte Form, wenn man den Daumen hinten auflegen tut, zieht die Decke oder Schwarte etwas stramm, legt man die Klinge quasi einen leichten Winkel zur Decke auf und zieht damit. Und dadurch, dass ich eine kurze Klinge habe mit einem halb geschwungenen Schneidwinkel hier, kann ich einen schönen gezogenen Schnitt machen und dadurch, dass die Klinge kürzer ist, habe ich da auch Gefühl drin. Also auch beim Abbalgen, wenn man jetzt zum Beispiel Marder streift, wenn man die Branden einschneidet oder für so Sachen, wo ich nah ran muss oder wenn ich beim Reh die Rippen auslöse, ist das besser, als wenn ich da so ein großes Schwert habe und habe eigentlich gar keine Führung. Ja gut, also es ist dann für kleinere Arbeiten. Also kleinere Arbeiten. Für feinere Arbeiten. Ja. Gut, wir haben jetzt keinen Fuchs und keinen Waschbär hier. Nein. Hin, aber vielleicht kannst du kurz mal... Aber ich denke, das Messer tut auch seinen Dienst beim Angeln. Ja, aber vielleicht kannst du uns dann mal kurz zeigen. Ja. Oder hier oben am Träger kann man, wie gesagt, hier schön entlang schärfen. Das tut also wirklich eine gute Arbeit leisten, dadurch, dass ich ziemlich nah am Stück bin. So, und zack, habe ich schon den ganzen Träger freigelegt. Dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr ein Messer. So, damit kommen wir auch schon fast zum Ende von unserem kleinen Video. Wie gesagt, diese beiden Messer, wie gesagt, einmal das Puma IP Montero für die gröbere rote Arbeit und das kleinere Puma IP Roka. Deswegen, Sven, wie gesagt, das kleinere hast du jetzt als letztes benutzt. Was würdest du sagen? Also, ich bin überrascht von diesem Messer. Das ist ein kleiner Schneidteufel. Also das braucht sich wirklich nicht zu verstecken. Natürlich für die rote Arbeit zu klein, aber zum aus der Decke schlagen oder für einen Fisch oder für filigrane Arbeiten ist das wirklich ein ausgezeichnetes Messer.
muss ich jetzt wirklich sagen, es muss ja nicht immer das Teuerste sein, aber es muss auch kein Gurkenschäler für 10 Euro sein. Weil, aber das ist wirklich absolut in Ordnung, das Messer, von der Verarbeitung, Schnitthaltigkeit, hier gibt es nichts zu beanstanden. Ja, das ist doch schön, wie gesagt, ich stehe ja auch so jemand, weil günstig oder mittelpreisig muss nicht schlecht sein, aber es muss halt eben, wie gesagt, auch absolut sein, weil natürlich so ein Messer, also mir persönlich wäre ein Messer für 500, 600, 700 Euro einfach zu schade, um es als alltägliches Jagdmesser mitzunehmen, aber wie gesagt, ich finde auch Puma IP, das ist halt eine gute, günstige, mittelpreisige Segmentmarke, und wie gesagt, wir haben es euch ja gezeigt, einfach praktisch, und wie gesagt, die Daten zu den einzelnen Messern lest ihr hier unten drunter zu den beiden, da könnt ihr euch, wie gesagt, Stahlsorte, was die Dinger kosten und so weiter, seht ihr dann. Also wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen zeigen, wie gesagt, aus der Praxis, wie man diese guten Stücke benutzt. Sven, nochmal vielen, vielen Dank. Bitte, Alex. Und wie gesagt, wir sehen uns dann das nächste Mal und bis dahin viel Weidmannsheil. Weidmannsheil.